Berufung hat nichts damit wenig, also im biblischen Sinn. Also gerade wenn wir morgen ist, glaube ich, das Gebetstag der geistlichen Berufung wieder, vierter Ostersonntag ist das, glaube ich, ne? Gerade das ist immer so, das finde ich manchmal auch bei Predigten so abstoßend, ja, wenn du über die geistlichen Stände so sprichst, also Berufung, das ist immer so wahnsinnig toll, da machen wir so irrsinnig tiefe Erfahrungen und alle sind so entzückt, ja, das ist zum Kotzen, das hat überhaupt mit biblischer Berufung nichts zu tun, ja. Also immer werden dann bei den Weihen dann die Lesungen gelesen, Abraham zieht fort aus seinem Land und man zieht in eine gesicherte Beamtenexistenz. Ja? Das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt sehr wohl Berufungen und die muss sich nicht unbedingt in einem geistlichen Beruf niederschlagen. Das kann man ganz normal als Mutter, Vater, als Alleinlebende oder wie auch immer, kann man das erfahren, dass man dem nicht auskommt. Und dass man vor Gott wegläuft und dass einen trotzdem verdammt bei den Hammelbeinen kriegt und dahin zieht, wohin man nicht will. Und das ist kein, vielleicht, ich denke mal, im Rückblick kann das eine tiefe geistliche Erfahrung sein, aber schön ist sie mit Sicherheit nicht. Und wenn man dann am Ende noch den Eindruck hat, gut, hat sich dann doch noch irgendwie gefügt oder so, ist es vielleicht gut, aber in der Situation, in der man dann steckt und eigentlich nicht will und doch muss, das ist nicht schön und das gibt es heute auch. Und das ist so eine Jeremia-Existenz, ja. Zu sagen, eigentlich kann ich nicht und eigentlich ist mir alles zu viel und oh nee, hier Völkerreiche irgendwie. Wer ist zum Beispiel, ich glaube, dass dieses Wort von der Macht, ja, ich setze dich über Völker und Reiche, der braucht das. Ich glaube, der braucht das für sein Ego, ja, der kann zwar damit gar nichts anfangen, ja. Aber der braucht das einfach für sein Ego und sagt, komm, ja, dem brauchte man das hier nicht zu sagen, ja, irgendwie, das ist eher so ein Jesaja-Typ, ja, kommen wir gleich drauf, ja. Aber es gibt einfach so Leute, die sich einfach nichts zutrauen und so. Wenn wir hier in unserer KAG gucken, wir haben auch solche Typen, ja. Die trauen sich nichts zu und dann trauen sich kaum irgendwie, Entschuldigung, dass ich da bin, ja. Das ist auch interessant, dass es dieses Wort gibt, ja, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe, ja. Es gibt Leute, die entschuldigen sich schon permanent dafür, dass sie überhaupt geboren sind. Guten Tag. Ja, also sie kennen diese etwas phobistischen Typen, ja. Die gibt es bei Frauen und bei Männern. Die permanent so zurücknehmen, dass man denkt, mein Gott, wenn die jetzt wüssten, wo hier der Zippel ist, wo man zieht und dann lösen sie sich auf, wären ja am liebsten, ja. Irgendwie so ein Luftballon, wo es einmal noch macht und das ist weg. Räumen sie den mal an die Seite, so, tun wir in die Tasche, ja, und dann fühlt er sich wohl, ja. Er ist in der Tasche drin, spielt keine Rolle und wenn es dann nochmal ist, kann man ihn nochmal rausnehmen und blasen wir ihn halt auf oder so, ja. Aber das wäre eigentlich am liebsten, ja. Aber das ist ein Jeremia-Typ. Ja. Ja, ja, natürlich. Klar, also keine Frage, das beantwortet die Heilige Schrift in diesem Punkt nicht. Ne? Also bei Jeremia wird nicht problematisiert, ob das von Hause aus ist oder so etwas. Ja? Es gibt immer Dinge, ob das die Erziehung ist oder was oder sonst irgendwas uns vermurkst hat oder wie wir geworden sind. Wir sind ja nie mal, es gibt ja nie den Zeitpunkt, wo wir sagen, so jetzt bin ich eigentlich so, wie ich sein will oder wie ich werden soll, sondern man muss permanent, bis wir in der Kiste liegen, ja, in der Erde liegen, werden wir permanent Persönlichkeitsentwicklung haben. Die Frage stellt sich bei Jeremia nicht, aber das Tolle ist, dass Gott einen Zugriff hat, egal wie der ist. Ja? Egal, ob das jetzt die Erziehung war oder andere Einflüsse waren, sondern er meint mich. Und das ist auch natürlich eine Chance. Also ich finde, wenn man diesen Bereich nochmal anschaut, den Sie ansprechen jetzt, dass das auch für Berufung eine Chance ist. Ich kann ja auch vor der Berufung weglaufen, indem ich immer sage, ach ja, ja, er sagt hier, ich kann nicht reden. Er kann ja sagen, ich habe es nie gelernt, die haben mich zu Hause immer kurz gehalten, ja, durch den Mund aufmachen, habe ich dann gleich noch für die Waffel gekriegt, ja, oder so, deshalb kenne ich das überhaupt nicht, ja, und geht nicht. Und so kann ich bis ins hohe Alter Dinge mitschleppen, wo ich sage, meine Erziehung und so, wobei es wirklich manchmal gravierende Dinge gibt, die einem ein Leben lang nachlaufen, ja. Aber trotzdem gibt es durch all das hindurch, und sei die Mauer noch so dick, diesen direkten Zugriff und sagt, komm, dich, du, ist mir egal, ja, Erziehung ist mir wurscht, dich, und jetzt los. Und das finde ich darin liegt eine unglaubliche Anforderung, eine Zumutung, aber eine Zumutung, es wird mir zugemutet, aber es wird mir auch zugetraut, ja, und beides ist da drin. Und gerade,